Und 1989, bei der, wie ich damals noch nicht wusste, letzten Chance, bin ich dann mal mitgelaufen in der Karl-Marx-Allee an der Tribüne vorbei. Da waltet auch noch was anderes in der Masse. Die Tribüne, die immer im Blickfeld der Kameras war, die bildete den Mittelblock. Sie müssen sich das vorstellen wie so ein olympisches Podestchen. Aber es gibt sozusagen für die Plätze 2 und 3 ja Nebenpodeste. Und da waren hier mindere Chargen aufgebaut und dort mindere Chargen. So, und die Massen sammelten sich dann am Frankfurter Tor oder so, schlurften los, keiner nahm das ernst. Und dann kam man in die Höhe des ersten Podestes mit den minderen Chargen Abteilung A. Die Masse ruckte an und disziplinierte sich und straffte sich, das hatte keiner befohlen. Und dann, als man dem Honecker gegenüberstand und dem Stoff und dem Mielke und so weiter, da elektrisierte sich das Ganze. Also allein die Nähe der Macht, egal welcher Macht, löste in den Leuten eine Intensivierung und etwas Elektrisches aus, das beide miteinander genossen haben müssen. Die Masse wie der Mann da oben. Der dachte allerdings, der Mann da oben, die Masse würde immer so empfinden, wenn sie an Honni denken. So, und dann kam niedere Chargen, Abteilung B. Alles erschlaffte, sofort. Die wurden nicht mehr begrüßt, es wurde nicht mehr gewunken. Ab zum Bier und zur Bratwurst. Es war vorbei.